Hallo zusammen. Im März sind einige bekannte Persönlichkeiten aus Deutschland und der Welt gestorben. Hinterlasse doch gerne eine Beileidsbekundung in den Kommentaren und abonniere den Kanal. Am 1. März verstarb der Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama im Alter von 68 Jahren an den Folgen eines Blutgerinnsels im Hirn. Die Geschichte von Dragon Ball wurde in zahlreichen Filmen, Serien und Videospielen adaptiert. Es geht um Son Goku, der magische Kugeln sammelt, die Drachen enthalten und ihm und seinen Freunden dabei helfen, Böses von der Welt fernzuhalten. Am 1. März verstarb Fashion-Ikone Iris Apfel im Alter von 102 Jahren. Große runde Brille, bunte Ketten und Armreifen, kurze weiße Haare, so wurde sie weltberühmt. Zwar galt sie als bekannteste Best-Agerin, doch wurde sie erst mit 84 durch Zufall zum Modestar. Längst gibt es Bücher, Ausstellungen und eine Dokumentation über ihre Mode und ihr Leben. Am 2. März verstarb der US-amerikanische Schauspieler und Synchronsprecher Mark Dodson im Alter von 64 Jahren an einem Herzinfarkt. Dodson begann seine Filmkarriere, als er in Star Wars – Die Rückkehr der Jedi die Rolle des Salacious Crumb spielte. Im Film Gremlins sprach Mark Dodson die Figur Mogwai. Außerdem war er zu sehen in Day of the Dead, in Star Wars, Das Erwachen der Macht und in Star Wars Galaxie zurück. Am 3. März verstarb der deutsche Rapper Presto im Alter von nur 31 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. 2016 veröffentlichte er seine erste EP mit dem Titel Gute Deutsche Rap. 2017 erschien das Mixtape Endorphine. 2020 veröffentlichte Presto die Single Du und Ich zusammen mit CJ Stone. Am 3. März verstarb der Rockmusiker Britt Turner im Alter von nur 57 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Turner war Schlagzeuger der US-amerikanischen Rockband Blackberry Smoke, die er zusammen mit seinem Bruder Richard Turner gegründet hat. Sie landete Hits in den amerikanischen Rock- und Country-Charts. Ihr neuestes Album Be Right Here erschien gerade erst. Am 5. März verstarb Robert Garrison Brown im Alter von nur 25 Jahren vermutlich durch eine selbst zugefügte Schusswunde. Garrison wurde durch seine Auftritte in Sister Wives, auf Deutsch Alle meine Frauen, bekannt. Die Sendung zeigt das alltägliche Leben von Cody Brown und seinen vier Frauen, die mit 16 Kindern im US-Bundesstaat Utah leben. Janelle, die Mutter von Garrison, war eine von ihnen. Ebenfalls am 5. März verstarb der TV-Moderator Nick Sheridan im Alter von nur 32 Jahren an einem Gehirnaneurysma. Sheridan war als Journalist tätig und seit 2019 beim Sender BBC angestellt. Dort moderierte er Sendungen wie Reporting Scotland oder Drive Time. Nebst seiner Karriere als Moderator arbeitete er auch als Kinderbuchautor. Am 5. März verstarb der Schlagerstar Ray Miller im Alter von 83 Jahren an den Folgen einer kurzen und kräftigen Lungenentzündung. Ray Miller sorgte mit Gassenhauern wie Viele Köche verderben den Brei, Engelchen, Schätzchen, sag nicht immer No, Es lebe die Liebe oder Angelina für beste Schlagerunterhaltung. Am 6. März verstarb die Schauspielerin Vicky Richards im Alter von 79 Jahren vermutlich bei einem Raubmord. Rund 20 Jahre stand sie vor der Kamera, spielte in Formaten wie Black Snake oder Zeta One mit, ehe sie sich schließlich zur Ruhe setzte. Ihr Rentnerdasein verlebte sie auf der Insel Trinidad. Am 7. März verstarb der US-amerikanische Popsänger und Schauspieler Steve Lawrence im Alter von 88 Jahren an den Folgen einer Alzheimer-Erkrankung. Der Sänger wurde berühmt, als er mit seiner Frau im Duo Steve und Adi sang. Seine Solokarriere umfasste Top 10 Hits. Steve hatte auch eine große Leinwandkarriere und verkörperte den Talentmanager Morris Line in Blues Brothers. Am 9. März verstarb der Musiker Eric Carmen im Alter von 74 Jahren. Er war Frontmann der Band The Raspberries, die Hits wie Let's Pretend und Go All the Way hatte. Als Solosänger landete er Hits wie Hungry Eyes aus, Dirty Dancing oder Almost Paradise, der in Footloose erschien. Einer seiner beliebtesten Songs war All by Myself, der von verschiedenen Künstlern gecovert wurde.
Am 10. März verstarb der Kultfilmregisseur Percy Adlon im Alter von 88 Jahren. Mit dem Kultfilm Out of Rosenheim erlangte er in den 80er Jahren große Bekanntheit. Neben Spielfilmen drehte Adlon in seiner Karriere rund 150 Dokumentarfilme. Am 10. März verstarb der britische Pop- und Rockmusiker Carl Wallinger im Alter von 66 Jahren. 1985 gründete er World Party. Zu den bekanntesten Stücken der Band gehören Is It Like Today und Ship of Fools. Später arbeitete er als Songwriter für andere Künstler, wie Robbie Williams oder Bob Geldof. Am 11. März verstarb die frühere Moderatorin Hannelore Gadatsch im Alter von 82 Jahren. Größere Bekanntheit vor der Kamera erlangte sie 1984 und 1985 als Moderatorin der Tagesthemen. Für ihre Beiträge erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen. Ebenfalls am 11. März verstarb Paul Alexander, der letzte Mensch mit einer eisernen Lunge im Alter von 78 Jahren. Er überlebte die Krankheit Polio durch die eiserne Lunge, ging studieren, wurde Anwalt und Autor. Und obwohl ihm später durch den technischen Fortschritt andere Hilfsmittel zur Verfügung gestanden hätten, entschied er sich weiterhin, seine alte Dampflok zu nutzen. Am 12. März verstarb die Schauspielerin Robin Bernard im Alter von 64 Jahren. Die Todesumstände sind äußerst mysteriös, denn man fand die Leiche in einem offenen Feld hinter einem Geschäft. Bekannt wurde sie vor allem durch die Rolle der Terry Brock, die sie zwischen 1984 und 1990 in 145 Folgen der langjährigen US-Seifenoper General Hospital verkörperte. Am 13. März verstarb der Komponist Aribert Reimann im Alter von 88 Jahren. Die 1978 uraufgeführte Oper Lea machte ihn weltberühmt. Seine erste Oper, Ein Traumspiel nach August Strindberg, schrieb Reimann mit nicht mal 30 Jahren. Weitere große Werke wurden Troades, Das Schloss und Medea. Ebenfalls am 13. März verstarb der Influencer Georgi Gianellitze im Alter von nur 23 Jahren nach einem Sturz. Auf Instagram verfolgen 105.000 Menschen seinen Content, der sich überwiegend um Fitness drehte. Als Georgi auf einen Balkon ohne Geländer kletterte, um dort ein Video für seine Social-Media-Profil zu drehen, rutschte er aus und stürzte in eine Schlucht. Am 15. März verstarb der Schlagersänger und Komponist Henry Valentino im Alter von 95 Jahren. Berühmt war Valentino vor allem für seinen Hit »Im Wagen vor mir«, den er 1977 mit seiner Duettpartnerin Uschi veröffentlicht hatte. Außerdem schrieb er für andere Künstler Lieder, von Howard Carpendale »Das schöne Mädchen von Seite 1«, über Wenke Mühre »Beiß nicht gleich in jeden Apfel«, bis Hildegard Knef, der alte Wolf. Am 16. März verstarb der Drehbuchautor David Seidler im Alter von 86 Jahren während eines Angelausfluges. Zu Seidlers Werken zählen Onassis, der reichste Mann der Welt, Schuld und Fluch, Tucker oder Der König und ich. Der große Durchbruch gelang ihm aber mit The King's Speech. Insgesamt konnte der Film, in dem Colin Firth die Hauptrolle des König George VI. Innehatte, damals 4 Oscars. Am 18. März verstarb der Ex-NHL-Spieler Konstantin Koltsov im Alter von nur 42 Jahren durch Suizid. Er spielte unter anderem für die Pittsburgh Penguins. Zuletzt war er als Assistenztrainer in Russland aktiv. Seit 3 Jahren waren er mit der 25-jährigen Tennis-Weltranglisten-Zweiten Arina Sabalenka liiert. Auch am 18. März verstarb ein weiterer Ex-NHL-Spieler Chris Simon im Alter von nur 52 Jahren ebenfalls durch Suizid. Simon war für seine Brutalität berüchtigt. Der 1,93 Meter große und 105 Kilogramm schwere Profi sammelte insgesamt über 1.800 Strafminuten und wurde 8-mal suspendiert. Im Jahr 2007 für 30 Spiele, weil er auf einen am Boden liegenden Gegner getreten war. Ebenfalls am 18. März verstarb die kanadische Schauspielerin Jennifer Leake im Alter von 76 Jahren an einer seltenen neurologischen Erkrankung. Die erste Rolle war die der Colleen im Film Deins, meins, unsers.
Außerdem war sie als Gwen Sherman in Die Jungen und die Unruhigen und der Olive Springer in Eine andere Welt zu sehen, sowie in Hawaii 50, The Mary Tyler Moore zeigen oder Der Mann mit der Orchidee. Am 19. März verstarb der US-Schauspieler Emmett Walsh im Alter von 88 Jahren an einem Herzstillstand. Mit Dustin Hoffman drehte er Little Big Man, mit Ryan O'Neill und Barbara Streisand die Komödie Is Was Doc, mit Steve Martin Reichtum ist keine Schande und mit Robert Redford das Gefängnisdrama Brubaker. An der Seite von Harrison Ford spielte er Blade Runner. Auch am 19. März verstarb der Manager des italienischen Fußball-Erstligisten AAC Florenz Joe Barone im Alter von nur 57 Jahren nach einem Herzstillstand. Er hatte viele Jahre in den USA verbracht und war zwischenzeitlich auch Vizepräsident von Cosmos New York, dem ehemaligen Verein von Franz Beckenbauer. Seit 2019 arbeitete er beim AC Florenz. Ebenfalls am 19. März verstarb der ehemalige Trainer von Eisschnellläuferin Claudia Pechstein, Joachim Franke, im Alter von 83 Jahren. Franke formte Pechstein in 16 Jahren als Trainer zu einer Weltklasseläuferin. Unter ihm gewann sie 5 olympische Goldmedaillen. Zuvor hatten auch Uwe Jens May, André Hoffmann und Olaf Zinke unter Franke Gold bei Olympia geholt. Auch am 19. März verstarb der Ex-Profi-Fußballer Ersen Martin im Alter von nur 44 Jahren an den Folgen eines Herzinfarktes. Martin kam für den ersten FC Nürnberg in der Bundesliga zu einem Kurzeinsatz und setzte seine Karriere im Anschluss in der Türkei fort. Er spielte unter anderem für Besiktas, Denizlispor und Sivasspor. Am 20. März verstarb der Autor Vernor Vinge im Alter von 79 Jahren. Er war Autor zahlreicher Romane aus dem Bereich, der gern als Hard Science Fiction bezeichnet wird. Mit Gestrandet in der Realzeit erlebte Vinge seinen großen Durchbruch als Autor. Am 21. März verstarb der Schauspieler Ron Harper im Alter von 91 Jahren. Mit der Serie Planet der Affen gelang ihm der Durchbruch. In den folgenden Jahren war Harper in bekannten Serien wie Remington Steele, Beverly Hills, 90210, Melrose Place, Walker, Texas Ranger oder Cold Case zu sehen. Zudem spielte er in Pearl Harbor mit. Am 22. März verstarb der französische Autor und Zeichner Laurent de Brünhoff im Alter von 98 Jahren nach Komplikationen durch einen Schlaganfall. Der Franzose wurde vor allem mit den Geschichten vom kleinen Elefanten Babar international bekannt. Am 23. März verstarb der weltbekannte Pianist Maurizio Pollini im Alter von 82 Jahren. Im Zentrum seines Repertoires stand die Musik Chopin, Beethovens und Schuberts. Seinen Durchbruch hatte er mit 18 Jahren, als er 1960 in Warschau den begehrten Chopin-Wettbewerb gewann. Über die Jahrzehnte erhielt er zahlreiche Preise, darunter den Echo-Klassik für sein Lebenswerk. Am 25. März verstarb die Boxweltmeisterin Alesia Graf mit nur 43 Jahren. 2006 gewann sie im Bantamgewicht den WM-Titel der GBU. 2 Jahre später sicherte sich den international bedeutenden WM-Titel der WBF. Graf stand beim Hamburger Universum Boxstall um Promoter Klaus-Peter Kohl unter Vertrag und war dort Teamkollegin von Ex-Weltmeisterin Regina Halmich. Auch am 25. März verstarb der Schauspieler Fritz Wepper im Alter von 82 Jahren. Schon mit 18 Jahren gelang Fritz Wepper der Durchbruch mit dem Antikriegsfilm Die Brücke. Berühmt für ein Millionenpublikum wurde Wepper aber mit 2 TV-Rollen. Als Harry Klein, dem Assistenten von Derek, und als intriganter Bürgermeister Wolfgang Wöller in Um Himmels Willen. 1972 dreht er in Hollywood in der Musical-Verfilmung Cabaret neben Liza Minnelli mit. Der Film gewann 8 Oscars. Am 26. März verstarb der US-Künstler Richard Serra im Alter von 85 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung. Bekannt wurde er 1981, als er eine mehr als 36 Meter lange und 3,60 Meter hohe geschwungene Wand aus rohem Stahl am Federal Plaza in New York mit dem Namen Tilted Arc installierte.
Auch in Deutschland findet man Arbeiten Serras, das Terminal in Bochum oder Torque in Saarbrücken. Am 27. März verstarb der Nobelpreisträger Daniel Kahneman im Alter von 90 Jahren. Im Jahr 2002 hatte Kahneman den Wirtschaftsnobelpreis erhalten. 2013 erhielt er durch den damaligen Präsidenten Barack Obama die Freiheitsmedaille des Präsidenten, eine der höchsten zivilen Auszeichnungen der Vereinigten Staaten von Amerika. Kahnemans Buch »Schnelles Denken, langsames Denken« wurde ein Bestseller. Auch am 27. März verstarb der britische Promi Big Brother Star George Gilby im Alter von nur 40 Jahren bei einem Arbeitsunfall. George hatte ungesichert auf dem Dach eines Lagerhauses gearbeitet, stürzte durch ein Oberlicht in die Tiefe und erlag seinen Verletzungen. George hatte mit seiner Mutter und seinem Stiefvater bei Googlebox in Großbritannien mitgemacht. Die Reality-Serie dokumentiert die Reaktionen auf das Fernsehprogramm. Ebenfalls am 27. März verstarb der US-Senator Joe Lieberman im Alter von 82 Jahren an den Folgen eines Sturzes. Lieberman war lange Jahre Senator für den Bundesstaat Connecticut und stand im Präsidentschaftswahlkampf 2000 an der Seite des demokratischen Kandidaten Al Gore. Dieser verlor gegen den Republikaner George W. Bush. Am 29. März verstarb der US-amerikanische Schauspieler Louis Gossett Jr. im Alter von 87 Jahren. 1983, mit damals 46 Jahren, bekam er als erster schwarzer Nebendarsteller den Oscar für seine Rolle in dem Film »Ein Offizier und Gentleman«. Darin spielte er einen furchteinflößenden Ausbilder bei der US-Marine, der seine Schüler einem brutalen Drill unterzieht. Auch am 29. März verstarb der Politiker Hans-Joachim Meyer im Alter von 87 Jahren. Von April 1990 bis zur Wiedervereinigung war er Minister für Bildung und Wissenschaft unter Lothar de Maizière. Anschließend war er 12 Jahre lang sächsischer Minister für Wissenschaft und Kunst. Meyer führte zudem als erster Ostdeutscher das Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Am 30. März verstarb der britische Schauspieler Chance Perdomo im Alter von nur 27 Jahren bei einem Motorradunfall. Perdomo trat in mehreren Fernsehserien und Kurzfilmen auf, bevor er als Ambrose Spellman in der Netflix-Horrorserie Chilling Adventures of Sabrina besetzt wurde. Zuletzt war er in der Amazon-Serie Generation V zu sehen. Das waren die Promis, die uns im März 2024 verlassen haben. Ich möchte mich an dieser Stelle für Ihr Schaffen bedanken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.